Gabriela wurde in Zukunft. Jonathan. Jonathan soll der Hammer-Typ sein. Der Hammer-Typ. Ja, schon gut, Süße. Moin, moin. Hier, Jonathan. Ach, Mann. Yippie-yay, Schweinebacke. Ist aber auch ein hammer-bärenstarker Typ, ne? Muss ich schon sagen. Also, ich ganz im Ernst, ich glaube, der hat's drauf. Der hat's drauf. Ein bisschen fett ist der vielleicht, aber naja, was soll's. Kann ja auch mal ein bisschen abnehmen, ne? Und der mit seinem Bart so ungepflegt, so ein bisschen. Ja, Männer mit Bart halt, ne? Aber was soll's. So, Jonathan. Das ist Jonathan. Moment mal. Oh. Da bin ich hier tatsächlich vor Schreck aus dem Spiel rausgesplitscht. Weil ich den hübschen Jonathan gesehen habe. Alter Vater. Echt nicht. Die Frage: Jonathan oder Jonathan? Ich glaube eher Jonathan. Wir nennen ihn Jonathan. Ja, Schlüssel, ja, alle moin, moin. Ja, wir fangen schon mal an. Ah, Jonathan darf auch was reden. Fuck, Leute. Laut meinem Navi brauche ich noch knapp 30 Minuten. Ey, wo kenne ich die Stimme? Nochmal. Fuck, Leute. Laut meinem Navi brauche ich noch knapp 30 Minuten. Als ich das aufgenommen hatte, da war ich in Corona-Quarantäne. Oder waren wir in Corona-Quarantäne vier Tage lang, bis das Ergebnis da war. Und ungelogen, ich glaube, ich habe 30 oder 40 Versuche gebraucht, diesen 7-Sekunden-Text aufzunehmen. Fuck, Leute. Laut meinem Navi brauche ich noch knapp 30 Minuten. Jetzt haben wir eine Stimme von Jonathan. So, Cedric, wie viel Zeit habt ihr noch? Wir müssen Jonathan zur Rede stellen. Achso, jetzt auf einmal redet er auf einmal richtig, ne? Wir müssen Jonathan zur Rede stellen. Jemand muss ihn anrufen. Okay. Warte. Okay. Jonathan. Rufen wir ihn an. Den Jonathan. Ich weiß, wer es war. Ich kenne das Motiv. Von der toten Mädchen. Ich weiß einfach alles. Scheiße. Lauf, mein Dickerchen, lauf. Ich war so ein bisschen überrascht, dass er jetzt gerade irgendwie kam. Ja. Huch! End Episode 2, das ist aber... Wenn ihr das hier stimmt, was ihr sagt, Sarinas Mörder. Jupp. Wieso hat er nicht einfach seinen Namen genannt? Ja klar, übrigens, ich sterbe jetzt und das ist der Mörder. Man hat ja vor, das ganze Ding irgendwie zu überleben, glaube ich, oder? Fuck. Ich habe Zugriff auf die Kamera von Jonathans Handy. Wow, das haben die gut gemacht. Wow, das haben die echt gut gemacht. Oh Gott, das darf nicht wahr sein. Nein, bitte nicht Jonathan. Wir müssen irgendwas tun. Ja. Oh mein Gott, ja. Aber das haben die gut gemacht hier. Nicht übel. Sieht aber gemütlich aus, wie er da liegt, ne? Ja. Ist er tot? Sein Handy ist mit seiner Smartwatch verbunden. Ach, das stimmt. Das stimmt. So cybermäßig eben rauszufinden, so, weißt du, hier, guck mal, Jonathan Müller. Alles klar. Er hat seit 3 Minuten keinen Puls mehr.